Kann der jetzt mal die Raumstation anvisieren? Das wäre sehr nett. Ich glaube, jetzt visiert er den Planet an. Oder auch nicht. Okay. Wir verkaufen jetzt hier erstmal unser Zeug. Und dann schauen wir mal, was wir Gewinn machen. Ob wir überhaupt Gewinn machen, das ist die nächste Frage. So, und vielleicht gibt es ja auch wieder den ein oder anderen Reisenden. Hallöchen, da sind wir jetzt genau auf der falschen Seite, die sind normalerweise da drüben immer. Aber ich sehe so ganz spontan, ich glaube, ich sehe sogar einen. Wobei, es könnte auch ein Gag sein. Ach, da guckt man dann rüber. Da guckt man dann einfach rüber, bevor wir hier ewig lang rumrätseln. Ja, ja, ja. Hallo, hallo, hallo. Ich will erstmal hier kaufen. Nee, verkaufen. Da so. Verkaufen. Wo ist es denn? Da ist es denn. Sich selbst reparierendes Iridium für minus 4,7% könnten wir es jetzt verkaufen und kassieren dafür 78.000. Damit werden wir nur ganz, ganz knapp über den Betrag kommen, den wir... Aber immerhin, für minus 59% eingekauft und für minus 4,7% verkauft. Wenn wir das jetzt mal machen, dann landen wir bei 1.539.965 Units. Und vorher hatten wir 1.536.000 Units. Das heißt, wow, wir haben 3.000 Units Geld verdient. Also Gewinn gemacht. Krass. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber jetzt kriegen wir erstmal den nächsten Part. Larvenkern für minus 3,2%. Und kassieren dafür 1,4 Millionen. Weißt du was? Eher damit. Schick. Jetzt sind wir bei 2,9. Haben die was Interessantes zum Kaufen? Nicht so wirklich. Am lohnenswerten sind natürlich Sachen, die mehr kosten. Ja, also mit so kleinen Sachen... hier ausrangierte Schaltplatte zum Beispiel, da hat eine einen Wert von 946 Units. Sowas da bringt dir natürlich nicht viel Gewinn, ja. Wenn du jetzt allerdings an Sachen rangehst wie diese autonome Positionierungseinheit, da hat eine kostet uns 31.459 Units, die kannst du schon ganz ordentlich handeln, die Dinger. Aber bei 0,1% würde ich dann nicht einsteigen. Ich würde, wenn dann schon den Ionenkondensator würde ich mir gönnen. Die sind beide für Stromerzeugung. Den Quantumsbeschleuniger, den könnten wir uns vielleicht gönnen. Habe ich genügend Platz im Inventar? Normalerweise ja. 51,8. Alter Falter. Wie viel kaufen wir uns denn da? Wie viel kann ich mir denn überhaupt kaufen? Oh, das mal so. Das haut schon mal nicht hin. Da sind wir bei 5,9 Millionen. Wir haben nur 2,9. So könnten wir das mal. 56 Einheiten könnten wir uns kaufen, aber wir müssen bedenken, wir machen permanent Verlust, also sollten wir noch weiter runtergehen, dann kaufen wir lieber für 2,5. Dann hätten wir noch 4, also 49 Einheiten. Machen wir 50 Einheiten. Ja, lass uns mal da unten. Machen wir mal 49 Einheiten. Ich hoffe, dass wir genügend Slots haben dafür. Haben wir. So. Ich Trottel hätte mir natürlich aufschreiben sollen. Warte, wir haben... ich schreibe es mal ganz grob auf. 1.539.000. Der kleine Betrag hinten raus, der interessiert mich nicht wirklich. Also das... da pfeife ich jetzt mal drauf. So, das waren auf jeden Fall 1,2%. Verkaufen tun wir für minus 10,2. Ach du meine Fresse. Hauen wir es mal raus. So, jetzt sind wir schon bei minus 16,5. So. Habe ich jetzt wirklich, warte mal, die richtige Menge gekauft? Ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben hier 10, 20, 30, 40, 45, 49. Nee, doch, passt schon. Okay. Dann hauen wir die jetzt nochmal raus.
Diesmal werde ich es nicht ganz so oft machen wie bei dem anderen Teil. Das wäre ein bisschen zu heftig. Minus 31,7. Ich würde sagen, einmal noch. Minus 47%. Das ist ganz gut, das kann man machen. Schreibe ich mir noch auf. Minus 47%. Ist auch eine schöne Zahl. So, wir sind aktuell bei... Nee, warte mal, da stimmt was nicht. Wieso sind wir jetzt bei 1 Million Units? Das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Aufgrund der reduzierten Preise haut das schon hin. Wenn du die für minus 47... Ach, und jetzt könnte ich die sogar für das gleiche verkaufen. Oder wie? Ach nee, das ist zum Kaufen. Verkaufen sind wir hier. Da komme ich auch immer durcheinander. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, gewaltige Metallzahnräder. Wenn wir die jetzt da hätten, das wäre geil. Ein Gewinn von 73,3% wäre super. Weißt du was? Ich mach's jetzt noch einmal. Und dann kauf 47,3. Oh. 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 Hä? Moment mal. Ach, jetzt habe ich nur eine geringe Stückzahl verkauft. Oh, das ist auch so doof, dass er sich die Zahlen nicht merkt. Dass er sich nicht merkt. Ja, jetzt hier 48.000. Jetzt. 48.000. 48 Stück. So rum. Jetzt hat er es richtig gemacht. Mann, ist es doof. So, jetzt hier 49. Minus 62,2%. Das gefällt mir schon besser. So, das schreibe ich mir wieder auf. Was mich ein bisschen irritiert, ist allerdings die Tatsache, dass wir wieder bei 1,2 Millionen sind oder 1,3 Millionen. Eigentlich müssten wir ganz knapp ein paar hunderttausend noch übrig haben. Aber, ja, okay, mein Gott. Wenn das System meint, dass das so richtig ist, dann sage ich da nicht nein. So, wir könnten natürlich jetzt auch noch ein bisschen Kohle ausgeben für ein Anzug-Upgrade hier. Was kostet mich das denn? ...70.000 würde das kosten. Ja gut, die kann man ja berücksichtigen. 70.000, das hau ich mal raus. Dann haben wir das Ding. Jetzt schaue ich noch ganz kurz, ob es da drüben Reisende gibt. Weil dann nehmen wir die auch noch mit. Oh ja, da steht doch schon einer, guck mal. Hallöchen, du Leuchtbirne. Dein Exo-Anzug, ich habe schon Besseres gesehen. Du scheinst nicht sehr erfolgreich zu sein, oder? Was? Was? Alter, ich geb dir gleich nächsten, liebe Mann. Was ist das? Was ist denn das für einer? Und freut sich auch noch drüber. Weißt du, so nach dem Motto, ja, ich habe ihn beleidigt. Den dummen Frosch. So, jetzt holen wir uns noch ganz kurz die Portalglyphe, dann geht's ab ins nächste Sternensystem und wir machen nochmal Geld. Wir könnten natürlich auch mal schauen, dass wir einen Wirtschaftsscanner ranschaffen. Müsste ich mal gucken, was wir für den eigentlich brauchen. So, mal schnell in Anflug gehen hier für... Alter. Das war ja knapp. Ich sollte mir angewöhnen, da abzubremsen. So. Wow, das hat sie... Huch. Okay, der Planet sieht größer aus, als er ist. Ist größer, als er aussieht. So rum. Okay, das ist cool, durch die Wolkenschicht und dann in so einer Bergregion zu landen. Das ist extrem cool. So. Kommt es mir eigentlich nur so vor, oder haben sie das geändert, dass man so niedrig fliegen kann? Herr Schwarm löst sich auf. Aha, ja, danke. Man konnte doch irgendwann nach diesem neuen Patch, nach diesem... jetzt hänge ich gerade bei Atlas Rises. Nach dem Next Update konnte man doch so ultra niedrig fliegen mit dem Raumschiff. Man konnte ganz knapp über den Boden fliegen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das haben sie wieder geändert. Wenn ja, fände ich es schade. Was bist du denn? Stein. So, hallo hier.
So, bla 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 bla. Glyphe extrahieren. Ich werde das jetzt nicht mal alles vorlesen, weil das ist ja abartig. So, jetzt warte mal. Was brauchen wir denn für Wir haben nicht sehr viele Technologieslots beim Raumschiff. Das gefällt mir nicht. Aber für einen Wirtschaftsscanner sollte es reichen. Mikroprozessoren und auch noch 5 Stück. Das wird teuer, weil die Dinger kosten fast 100.000 pro Teil. Technologiemodul 1, war das nicht irgendwie so, dass wir das selber finden konnten, die Technologiemodule? Vergrabenes Technologiemodul, ja, Tatsache, E gedrückt halten zu markieren, okay. Ja, dann holen wir uns doch das. Bisschen Geld, was man sich spart, sowas ist immer gut. So, Terrarmanipulat, ich hoffe, es verschwindet nicht. Manche Objekte, unterirdische, die verschwinden, wenn du anfängst zu graben. So, was haben wir denn da? Wiederhergestellte Technologie 1. 4. Ach so, das ist wiederhergestellte Technologie und kein Technologiemodul. Ach so. Kann ich das irgendwie selber herstellen, das Ding? Nee, ne? Projektilmunition könnte man mal wieder machen, weil da habe ich fast nichts mehr. Ah, ja, das war jetzt natürlich doof. Alter, ich will doch nur gucken, was das Ding kostet. Wie sieht denn die Laufanimation aus eigentlich? Ach, er steckt es automatisch weg. Okay. Nochmal, Wirtschaftsscanner. Braucht ein Technologiemodul. Ich glaube, die konnten wir tatsächlich nur kaufen und nicht so ausgraben. Oder? Vergrabenes Technologiemodul. Das ist halt so irritierend von der Bezeichnung her, weißt du? Da ist ein Wächter am Rumschlawinern. Vergrabenes Technologiemodul. Oder ist es das hier? Beschädigte Maschinerie? Nee, auch nicht. Kumat, der Gag. Sollen wir vielleicht das Raumschiff mal umbenennen? Ich benenne es mal um. S15 Hornet. Das ist doch nett. So, jetzt aber ab ins nächste Sternensystem, beziehungsweise, warte mal, wenn wir gerade schon hier auf einem Planeten sind, ist da ein Handelsposten? Das ist eine Fabrik? Wenn ich jetzt hier einfach scanne, findet er da einen Handelsposten? Was ist das denn? Unbekanntes Gebäude, da gucken wir mal ganz kurz hin. Da könnten wir auch wieder die ein oder andere Kleinigkeit finden. Schauen wir mal ganz kurz rein. Und dann müssen wir gucken, was wir für einen Treibstoff brauchen. So, machen wir das einmal so. Achso, von dem anderen Planeten habe ich dieses Ding auch noch nicht freigeschaltet, ne? Wo war denn das? Das war der hier. Ja, hier siehst du, den haben wir noch nicht rausgehauen. Machen wir das mal so. Und hier machen wir das mal so. Gut, da so. Hallöchen, was gibt's denn hier drin? Gibt's hier drin überhaupt was? Hier gibt's gar nichts für mich. Wow, cool. Sag mir bitte, dass es da wenigstens was drin gibt. Auch nicht wirklich. Da das Ding, Nanitaufen, yay. Aber ansonsten... Wow, hat sich echt gelohnt, hierher zu kommen. Da könnten wir rein. Das schützt uns allerdings nur für Umgebung und so weiter. Die Felsen sehen ja widerlich aus. Total widerlich. Okay, jetzt warte mal. Was brauche ich denn für meinen Hyperantrieb? Wir brauchen die Dinger, dafür brauchen wir Sauerstoff und Ferritstaub. Und für Antimaterie brauchen wir verdichteten Kohlenstoff. Ja, warte mal, die gibt's doch hier bestimmt. Da oben haben wir Sauerstoff, Iridium. Da hinten gäbe es welchen. Wie weit ist der weg? Naja, nicht sehr weit. Ein paar Meter. Oh, da haben wir wieder schöne Vöglein.
So Dino-ähnliche Vögel. Warte mal. Hallo? Oh mein Gott. Haben wir's. Ist ja süß. Alter, das Ding, das kann man mal, das kann man vielleicht mal abschalten. Wo war jetzt? Toll. Wie schalte ich denn? Ah, so mit T. T für Taschenlampe. Das, wenn ich mir dann mal merken könnte, das wäre sehr schön. Wo ist denn jetzt eigentlich hier? Da ist der Sauerstoff. Wo war denn jetzt dieser Kohlenstoff? Das ist das Gemeine, wenn du in der Nähe bist, wird es nämlich nicht angezeigt. Ach, da unten. Und was bist du bitte für ein Riesenmonster? Du siehst ja cool aus. Exotisch, nomadisch. Oh, und der scheint selten zu sein, weil da gibt es ein bisschen mehr Kohle für den. So, dann... Alt, nein, nicht mit dem... Toll. Okay, das wird das. Das Raumschiff ist jetzt wie weit weg? 200 Meter ungefähr. Das geht ja noch. Wenn ich dran denke, dass ich teilweise von Strecken von über 1000 Meter zu Fuß zurückgelegt habe, das ist widerlich. Weil du dann wirklich 5 Minuten lang nichts anderes machst, als in eine Richtung zu laufen. Wir könnten mal ganz kurz gucken, wegen der Startschubdüse. Was brauchen wir? Warte mal. Warte. Wir hatten irgendwo noch Starttreibstoff. Ja, ja, genau. Wir haben hier tatsächlich noch einen. Dann brauchen wir das gar nicht. Aber wir können jetzt das hier machen. Weißt du was? Machen wir gleich noch einen. Warum nicht? Dann können wir da gleich mehrmals jumpen. Das Ding sieht wirklich ein bisschen so aus wie eine weiterentwickelte Form von unserem Startraumschiff, ne? So, okay. Nachricht der Raumschifflenkung. Aha. Gut, nächstes Sternensystem bitte. Da hätten wir die Korvax. Da kommen wir nicht hin. Da hätten wir Viking. Da hätten wir niemanden. Aha, interessant. Das ist aber kein rotes System. Doch, das ist ein rotes System, okay. Ja, gut, von mir aus können wir es mal bei den Viking probieren. Wo waren die jetzt? Warte, wir sind da. Korvax, Gek. Wo sind sie denn? Hallo? Viking. Da können wir tatsächlich hin, dann springen wir da auch hin. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, drei Planeten und einen Mond gäbe es hier. Wo ist denn die Raumstation? Da ist die Raumstation. Wow. So. Go! Sind wir schon auf der richtigen Seite? Ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube schon. Ja, ja, nee, doch, sieht richtig aus. Der rote Nebel da im Hintergrund sieht ja unfassbar geil aus. Achso, was ist denn das hier eigentlich für ein Wirtschaftssystem? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, ich sehe schon, wir brauchen dringend den Wirtschaftsscanner. Dann können wir nämlich da gezielt nach Systemen suchen, wo es sich besonders lohnt. Hallöchen. Popöchen. Ich muss hier gerade mal Zeug loswerden. Oh, ja, mit dir quatsche ich gleich. Nicht weggehen. Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da. So, okay. Sachen verkaufen. Dann schauen wir mal. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Quantumbeschleuniger für minus 4,9%. Für minus 62,2 haben wir es eingekauft. Das heißt ungefähr 5% davon weg. Dann bist du bei, was? 57%. Nicht ganz 57% Gewinn. 2,4 Millionen. Weißt du was? Weg damit. So. Aber
ganz ehrlich, so richtig stimmen kann ja das jetzt eigentlich nicht mit 3,6 Millionen. Ich habe mir die 1,5 aufgeschrieben, was so gesehen gar nicht richtig ist, weil wir zwischenzeitlich ja diese komischen Larven, Kerne, Eier, whatever verkauft haben. Die haben uns ja 1,4 Millionen eingebracht. Okay, ganz ehrlich, ich habe den Überblick verloren. Das war dämlich. Ich sollte keinen Zwischenhandel mehr bei größeren Handelsaktionen machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 3,6 Millionen. Ja. So wächst das Ganze halt jetzt Stück für Stück. Hier könnte man jetzt... Naja, die sehen nicht so interessant aus. Die Technologiemodule werden wir brauchen. Da brauchen wir eins. Habt ihr Schaltplatten da? Mikroprozessor. Mikroprozessor oder Schaltplatten? Hey, Moment mal. Nee, nee, doch, Mikroprozessor. Ja, das verwirrt mich so, weil das Bild, was die Mikroprozessoren da verwenden, ja, als kleines Thumbnail, das waren vor dem Next Update eigentlich die Schaltplatten. Deswegen verwirrt mich das ein bisschen. Okay, da brauchen wir 5 Stück von. Oh mein Gott. 19.000. Hä, was war denn das dann bitte, wo ich gesagt habe... Also ich weiß, ich habe vorhin mal erwähnt, dass so ein Mikroprozessor an die 100.000 kostet, aber... Das muss irgendwas anderes gewesen sein. Irgendwas anderes gab es. Das ist so schweineteuer, dass du 100.000 für ein Objekt zahlst.